Der Maharaja ist einmal im Thronsaal auf seinem grossen Thron gesessen. Jeden Tag sind Berater gekommen und haben ihn beraten. Und die Reichen sind gekommen und haben ihn beschenkt. Eines Tages ist einmal ein Zauberer gekommen und hat dem Maharaja einen Apfel überreicht. Der Maharaja schaut den Apfel an und gibt ihm einen Vezier und sagt, tu den irgendwo weg in ein dunkles Kämmerli. Der Vezier nimmt den Apfel und weiss nicht, wann er damit anfangen soll. Er geht zu einem Diener und gibt dem Diener den Apfel und sagt, mach etwas damit, der Maharaja will ihn nicht mehr sehen. Der Diener schaut den Apfel auch an und geht kurzerhand in die Küche und gibt den Apfel in einer Küchenmagd und sagt, tu ihn irgendwo in ein dunkles, kaltes Kämmerli. Ich habe gehört, der Maharaja will den Apfel nicht mehr sehen. Und so ist es dann gegangen, Tag für Tag. Der Zauberer ist gekommen und hat dem Maharaja einen Apfel überreicht. Der Maharaja hat den Apfel jeden Tag einem Vezier gegeben. Der Vezier hat gesagt, versteck den Apfel, versorge ihn irgendwo in einem dunklen Kämmerli. Der Vezier ist zum Diener und der Diener ist zu der Küche gemacht und so ist das gegangen, Tag für Tag. Bis aber eines Tages der Zauberer dem Maharaja wieder mal einen Apfel überreicht und gerade in dem Moment der schönste Affe vom Maharaja an den Gumpen kommt und diesen zweiten Apfel zumindest aus ihren Händen rausreißt. Der Affe beißt in den Apfel, quietscht und rührt den Apfel weiter weg. Aber was sieht man da in diesem Thronsaal? Aus dem Apfel raus funkelt es und glänzt es in ungeheuren Strahlen. Der Maharaja schickt gerade den Vezier schauen und wo der Vezier den Apfel nimmt, sieht er, da innen hat es einen Diamant. Einen grossen, geschliffenen Diamant. Der Maharaja schaut ein bisschen um. Schau den Vezier an. Vezier, wo hast du die Äpfel? Der Vezier geht zum Diener. Wo hast du die Äpfel? Und der Diener geht zu der Küchenmagd. Aber Küchenmagd, wo hast du die Äpfel? Und Küchenmagd macht das kalte, dunkle Kämmerli auf und da innen sind alle Äpfel. Wo man die von der Maharaja anbringt und einen nach dem anderen aufschneidet, da sieht man, in jedem Apfel hat es einen Stein, der glänzt, der wertvoll ist, der reich ist. Ja, unbeschreibbar in dem Glanz. Was nur der Zauberer gewusst hat, ist, dass er bis zu seinem Tag dem Maharaja genau so viele Äpfel übergeben hat, wie es Märchen und Geschichten gibt aus dieser Welt. Wenn ihr dann nachher rausgeht und dort aus dem Körbli einen Apfel mitnehmt, dann denkt daran, vorsichtig reinbeissen. Vielleicht begegnet euch ja auch ein oder das andere Geschichtli auf dem Weg.